Mein Name ist Birger Gröning, ich bin AfD-Landtagsabgeordneter hier in Thüringen. Wir stehen jetzt hier vor dem Thüringer Landtag und wir hatten letzte Woche eine Demonstration vor dem Thüringer Landtag. Da haben sich Bürger zusammengeschlossen und haben für ihre Freiheitsrechte demonstriert. Gegen die Impfpflicht. Haben ganz klar gesagt, nein, körperliche Unversehrtheit, wir bestimmen immer noch, was mit unserem Körper passiert. Ich bin dann raus zu dieser Demo, habe mich dann mit den Demo-Teilnehmern unterhalten. Da waren Krankenschwestern, dort waren Ärzte, ganz normale Bürger waren dort vor Ort und haben ihre Sorgen mir mitgeteilt. Und da ging es darum, dass sie für ihren Beruf brennen. Aber unter dieser Voraussetzung, dass sie eine Impfpflicht, gerade für unsere Gesundheitsfachberufe, für unsere Krankenschwestern und Ärzte letztendlich auferlegt werden soll, dagegen sind sie auf die Straße gegangen, haben gesagt, wir wollen unsere körperliche Unversehrtheit garantiert haben. Das wird auch durch das Grundgesetz letztendlich festgelegt. Was passiert gerade hier im Landtag? Im Landtag wird darüber letztendlich debattiert, diese Grundrechte auszuhebeln. Und natürlich spreche ich mich auch dagegen aus, wie viele andere auch, stehen aber letztendlich für jeden, der sich impfen lassen will, der soll sich einfach impfen lassen. Aber wir sind gegen eine generelle Impfpflicht. Jetzt gab es hier eine Debatte, die Thematik wurde wieder aufgerollt. Und wer hat sich dazu natürlich geäußert? Die SPD. Schauen Sie mal bitte, wie die SPD mit den Bürgern unseres Landes, die einfach nur frei ihre Meinung kundtun bei einer freien, demokratischen Demonstration, wie die diese Bürger hinstellt. Ja, Ihr Kollege, wir hatten letzte Woche hier so eine Demo draußen, da war auch einer Ihrer Kollegen draußen, der Bürger Gröning, der Leuten mit das Wort geredet hat, die der Überzeugung waren, dass Pferdewurmkuren mittlerweile auch eine wirkungsvolle Heilmethode sind. Und das ist wirklich, also es jammert den Hund, dieser Antrag, das muss ich mal sagen.